Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie. Mit dabei ist auch wieder der Marco hier aus Bottrop. Ja, da sieht man aber nur seinen Popo hier im Moment. Ja, und wir haben heute mit diesem Film etwas ganz Besonderes. Und zwar ist das der 200. Film auf meinem Kanal. Ja, ich habe da 200 Filme drauf. Du musst dir das mal vorstellen. Das ist ein kleines Jubiläum. Ja, es wird aber ein Pilzefilm. Ja. Und den gucken wir uns jetzt an zusammen und wir gehen jetzt erstmal sammeln und dann sage ich tröf tröf. So, dann gehen wir hoch. Der Marco hat gerade schon einen Steinpilz gefunden. Boah. Und jetzt gehen wir hier den Hang hoch. Na? Yes. Ja. Ja, hier haben wir einen Klapperschwamm gefunden. Ja, das ist einer. Den nehmen wir mit, oh. Ja, so sieht hier das Sauerland aus. Von den Fichten stehen leider nur noch Gerippe. Aber schön, ne? Ja, kaum gegangen, finde ich hier die ersten Steinpilze. Ja, aber die sind schon gut. Ja, hier haben wir so ein Unterholz, so ein Unterbewuchs von kleinen Fichten. Und ja, da stehen sie dann. Muss man mal gucken. Ja, der Inbegriff des Pilzes, auch ein Steinpilzzeiger, ist der Fliegenpilz. Hier steht einer. Und hier haben wir einen Birkenpilz. Aber den lassen wir stehen. Ja, hier stehen wieder kleine Fichten, die hier ja ziemlich selten geworden sind. Und da gehen wir jetzt durch. Ja, hier wachsen Krale, Kämplinge. Ja, die haben einen schön gekrempelten Hut, wie man sieht. Wie gesagt, gelten als Giftpilz. Weg! Ja, hier haben wir eine Marone. Und was für eine schöne, guck mal. Nee, guck mal, auch Maronen. Guck mal, Marco. Hast du auch welche? Marönchen. Ja, hier war ein schöner Steinpilz. Hier ist er. Ja, ich bin jetzt genau in dem Wald, wo ich vorgestern schon mal war. Und die Pilze sind nachgewachsen. Zwar nicht in diesen Mengen, wie sie hier standen, aber es sind welche nachgewachsen. Ja, und die holen wir jetzt weg. Kommt einer hoch? Ja, der ist schön, den legen wir mal hier hin. Denn da sind auch noch welche. Ja, also hier stehen Steinpilz und Maronen wie Sau. Guck mal hier. Und da oben. Den ganzen Weg hier lang. Und Maronen auch. Guck mal hier, Marco. Hier. Ja, schön. Ist doch eine schöne Pilz. Ja, ja. Der ist auch schön. Und hier stehen noch Marönchen. Auch hier alles voll Pilze. Hier kommen Maronen hoch. Hier steht eine schöne. Ja, geht schon gut los. Ja, sammeln macht Spaß. Ja, wie gesagt, ich war hier vorgestern schon mal und dann sieht man gut, ja, dass die Pilze nachwachsen. Ja, wenn man hier so langsam durchgeht und wie gesagt, das ist Wahnsinn, was hier rauskommt, nicht? Guck mal. Die sind seit vorgestern nachgewachsen. Ja, und wieder ein Fotomodell. Nehmen wir mit. Na, das macht den kleinen Marco Spaß, ne? Ja. Ja, schöner Blick hier aus dem Wald. Und dann haben wir hier wieder einen Stein.
Und der Korb, der füllt sich wieder. Hier sind ein paar Pfifferlinge, aber die lasse ich hier im Wald. Sind zu klein. Ja, auch hier wieder einer wie gemalt. Ein wunderschöner Pilz. Ja, das ist wirklich ein schöner Pilz. Guck mal, wie gemalt. Und die sind dieses Jahr alles badenfrei. Also. Und wie gesagt, ich war hier vorgestern schon. Ich habe hier schon gesucht und habe schon wieder so viel bald wie vorgestern. Schön ist auch, dass die Maronen da sind. Guck mal, er kriegt die Krise da oben. Ja, das ist auch sehr schön. Ah. Sehr schön, das sieht schon bald aus wie ein Steinpilz. Ist aber eine Marone. Ja, das ist natürlich ein Brummer. Guck mal, Marco. Wieder so ein kleiner. Ja, so ein kleiner. Moment. Ja, und wenn man glaubt, irgendein Mädel hätte da ihre blonde Perücke hingeschmissen, dann sehen wir, dass das hier eine schöne, krause Glucke ist. Ja, die nimmst du natürlich mit nach Bottrop. Natürlich. So. Die kannst du unten abgeben. Die, weißt du, wie die sauber kriegst? Wie Pfifferlinge mit Mehl. Mhm. Wunderschön, immer näher dran. Ja, und hier stehen Semmelstoppelpilze. Für mich ist das nichts, weil ich genug Steinpilze habe. Aber da sind wir dabei. Da sind die dabei. Ja, kann man schön sehen. Jo. Ja, jetzt gehen wir hier mal durch so einen dichteren Bestand. Ja. Schön, nicht? Hier steht alles voll mit Goldröhrlingen. Also richtig Schlumpfhausen. Aber sowas voll. Mal gucken, ob der Marco die Mehl mitnehmen will. Oder wollen wir den kleinen Bottropper mal zeigen, was Pilze sind im Sauerland? Siehst du sie? Da. Ui. Ja. Und dann guck mal links von dir. Ui. Geil, ne? Mhm. Ja, hier steht auch wieder alles voll mit Semmelstoppelpilzen hier. Da hinten, da steht doch schöne. Ich sehe das von hier aus. Ja, hat keiner gesagt, dass das Sauerland einfach zu begehen ist. Hier, die wunderbare Baumpilze. Boah, ich kann nicht mehr. Ja, auch hier noch ein Marönchen. Ja, hier haben wir so eine Käferbrache. Das ist also wie Urwald, da durchzugehen. Hier haben wir noch mal rotrandige Baumpilze, jede Menge. Die ganzen toten Holzdinger, die stehen voll davon. Ja, diese orangen Verfärbungen hier. Ich brauche den gar nicht zu pflücken. Sagt, dass das ein Perlpilz ist. Aber ich lasse den stehen, weil wenn so der Korb aussieht, da muss man nicht noch einen Perlpilz mitnehmen oder andere Pilze. Ja, das ist ja doch wohl idyllisch hier, nicht? Ein murmelnden Bach. So, ich habe mir welche noch abgegeben. Die nehme ich noch mit hier. Und dann ist er fröhlich. So, liebe Freunde, dann haben wir das heute mal für uns beschlossen. Hier ist mein Jubiläumsfilm, der Nummer 200. Ja, von allen Filmen, die ich bis jetzt hier auf YouTube habe, ist das jetzt der 200. Ja, dann sage ich trüff, trüff, geht selber in den Wald. Der Marco hier, der ist auch zufrieden, hat auch einen Korb voll. Ich habe ihm gerade noch die Hälfte von meinen abgegeben, weil ich schon sowieso die Truhe voll habe. Das ist hier nur noch vom Eigenbedarf, was ich jetzt hier habe. Aber wenn er schon nach Bottrop fährt, dann muss er ja auf jeden Fall mit dem vollen Korb kommen. Ja. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal bei Film 201.